Realistic Jumping Simulator 2014. Was erwarte ich von diesem Spiel? Ein Simulator, in dem man springen kann, der dann auch noch realistisch ist. Da kann man ja wohl nicht viel erwarten. Ich meine, die Funktion Quit geht irgendwie nicht, da stürzt das Spiel ab, habe ich eben schon probiert, deshalb drücke ich einfach mal auf Play. Vier Modi, normal, choose spooky for me, space und Dubstep Mode. Ich fasse es nicht, geil. Okay, dann fangen wir an. Ich würde mal sagen, normal. Okay. Auch geil, wir können springen, wir können springen, wir können springen. Und warum habe ich nur 10 FPS? Sonst läuft das Spiel mir natürlich mein Full HD in 60 FPS und das ist kein Scheiß. Liegt wohl einfach an der Aufnahme. Ich müsste mal versuchen, mit Dirkstory oder so aufzunehmen und nicht mit Fraps. Fraps sieht mir einfach immer ein bisschen viel Power und schaut euch einfach mal diese Grafik an. Ich habe jetzt hier noch eine niedrige Grafikeinstellung drin. Trotzdem schaut euch mal diese Schatten an und die Texturen überhaupt. Und was machen die Leute da im Hintergrund für komische Posen? Das weiß ich auch nicht. Aber schaut mal, wie hoch der springen kann. Okay, man hätte die Figur da jetzt noch ein bisschen besser animieren können, aber für den Anfang ist das schon mal recht gut. Ich meine, das ist ein Indie-Entwickler. Too spooky for me. Das ist bestimmt creepy. What the fuck? Man, was geht hier ab? Oh je. Reizüberflutung. Aber die Musik ist natürlich wieder mal beste. Nur mal so für alle, die es interessiert. So sieht dieses Spiel, so in dieser Modus, in 60 FPS aus. Space. Oh, ist im Weltall und wir können ja springen und ja, tatsächlich, hier ist die Schwerkraft nicht so hoch wie auf der Erde, die man da im Hintergrund sieht und deshalb springen wir ein bisschen höher und schaut euch mal dieses Linsenflimmern an. Das ist nicht geil, wenn auch diese geilen Sounds, ich spiele das hier gerade mit Kopfhörern, im Video haben die sonst wahrscheinlich eine bisschen niedrigere Qualität. Ihr hört das wahrscheinlich nicht so raus. Deshalb könnt ihr euch das Spiel natürlich selber runterladen und selber spielen. Und das sind hier mit Kopfhörern. Das ist so geil. So epische Sounds sind das da. Und dann noch dieser fette Bass. Oh, geil. I love it. Nee, passt nicht. Ach, ich könnte das hier 1000 Stunden spielen. Oh, geil. So, aber jetzt kommen wir lieber erstmal zum Dubstep Mode. Was zum Fick geht hier ab? Wow. Ja, MLG, das ist mir schon klar. Und ich weiß, was MLG ist, der lebt wirklich hinter Mode, aber... Ach, mein Gott, was geht hier ab? Was zur Hölle? Ich glaube, ich muss hier erstmal kompensieren, wieder mit dieser Reizüberflutung. Ich weiß gar nicht mal, ob ich die Musik jetzt hier im Video verwenden darf. Wer wahre Reizüberflutung erleben will, der sollte wirklich mal in Dubstep Mode auch in 60 FPS sich angucken. Gönnt euch das. Wow.
Und das war's dann auch schon mit diesem kleinen Game-Check. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ja, wenn euch das Spiel auch gefällt, dann könnt ihr es herunterladen. Oder schon mal im Indie-Games-Wiki vorbei. Das Spiel ist mittlerweile auch schon eingetragen. Da gibt es auch ganz viele andere Spiele, die ihr auch mal spielen könnt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder nächste Woche Samstag zum nächsten Alt-4 Game-Check mit dem nächsten, ich kann es jetzt schon mal verraten, dem nächsten Simulator, und der wird noch epischer. Bis dahin, ciao, ciao. Willkommen auf der Endcard. Ja, hier will ich gerne einfach mal so paar eurer Fragen beantworten in der Business-Seite, die ich hier noch habe am Ende des Videos. Heute ist die Frage, welche Spiele ich eigentlich noch so neben YouTube spiele. Also Minecraft ist es schon mal nicht mehr. Welche enorm viel spiele, ist momentan GTA 5 auf der PS3. Und ja, ich bin schon sehr nett. Story habe ich schon durch, schon seit langem. Ja, und dann auf der Wii U noch Smash Brothers Brawl Wii U und natürlich so Sachen wie Donkey Kong Country, Tropical Freeze, sehr geiles Spiel. Beim Handy spiele ich dann immer wieder noch auf so einem Emulator Super Mario World und natürlich diese Indie Games hier.